Sagt man, geht's nur mir so oder wird The Mandalorian von Folge zu Folge wirklich immer besser? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass in der 6. Folge das vielleicht nur eine Lückenfüllerfolge ist, dass es noch einen Zwischenplaneten gibt, bevor es dann letztendlich zu Tython geht. Aber stattdessen haben wir die ersten Schritte vielleicht von Darth Grogu gesehen. Ob das sein Name später mal wird, wird sich zeigen. Aber erstmal willkommen an alle zur neuen Folgenbesprechung, zur 6. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian. Und ich war wirklich begeistert. Ich habe eigentlich gedacht, letzte Folge war schon somit das Beste in The Mandalorian. Aber ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Robert Rodriguez hat die Folge inszeniert und er hat einen verdammt guten Job gemacht. Und den kennt man eigentlich, der hat ein paar coole Filme schon gemacht. Der hat Sin City gemacht, der hat From Dusk Till Dawn gemacht. Aber er hat zuletzt Battle Alita gemacht. Der Mann, der kennt sich also aus mit Action-Szenen. Das konnte er hier in der Folge auf jeden Fall unter Beweis stellen. Aber er kann auch die emotionalen Momente. Und davon, finde ich, hat die Folge auch so ein paar Momente parat gehabt. Das hat man ja schon so beim Titel gedacht, als es dann hieß, die Tragödie. Als ich das gelesen habe, da hatte ich irgendwie schon ein ganz mieses Gefühl bei. Und ja, das hat sich dann auch bestätigt. Aber nicht nur bei der Razor Crest, sondern auch bei Grogu zum Schluss. Auf ihn komme ich noch. Aber fangen wir wieder wie immer so schön beim Anfang an. Nämlich bei dieser Trainingsphase, die es in der Razor Crest noch gab. Ja. Die Razor Crest, da war sie noch ganz heil. Jedenfalls nimmt Din Djarin diese kleine Metallkugel wieder und trainiert damit ein bisschen mit Grogu. Ist das vielleicht so ein kleines Indiz dafür, dass er öfter mal in Zukunft noch Grogu trainieren wird? Also dass er vielleicht so eine Art, ja kein Meister wird, aber eher sozusagen der Ausbilder wird. Auch wenn er selber kein Jedi ist, aber vielleicht hat er gerade durch diese Beziehung der beiden dadurch eben die Möglichkeit und vielleicht soll er uns das mal sagen. Ja, vielleicht wird er später mal der Ausbilder. Das ist jetzt noch ganz weite Zukunftsmusik, aber das könnte so ein kleines Indiz dafür sein oder jedenfalls für zwischendurch. Und er flucht auch einmal. Er sagt nämlich Denk Ferrek. Das ist ein Fluch in der Star Wars Welt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal in The Mandalorian gehört und ist sowas wie das S-Wort oder das F-Wort. Dank Ferrek! Und das Interessante ist die Reaktion dann darauf, wo Mando sich auch so freut. Da dachte er am Anfang, also Grogu, dass er vielleicht böse wird. Und vielleicht hat in ihm das was ausgelöst. Das kennt er aus der Gefangenschaft noch, wenn jemand anderes ein bisschen böser wird, dass er dann Schläge bekommt oder etwas anderes. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Grogu fühlt sich da an etwas zurückerinnert, was er nicht so mochte. Und ziemlich schnell geht es dann auch nach Tython. Einst eine beheimatete Welt des Jedi-Ordens war Tython der Planet, auf dem der erste Jedi-Tempel errichtet wurde. Dort wurde die Macht studiert. Grogu wird dann auf den sehenden Stein gesetzt und die Zeremonie, die beginnt dann auch schon. Und dieses ganze Blaue, dieser Schein um ihn herum, das ist einfach pure Macht, die ihn umgibt. Und damit sieht er eben oder hört er vielleicht einen anderen Jedi oder einen anderen Sith. Und der Planet an sich, der hilft ihm eben dabei, diese Macht zu nutzen und weitersehen zu können, weiter hören zu können. Und das ist dieser Machtschein, der eben um ihn herum scheint. Und das Wichtige ist aber, am Ende der Folge, da haben wir gesehen, dass er fertig wurde mit diesem Ruf, den Baby Yoda bzw. Grogu, ich muss mich noch ein bisschen an den Namen gewöhnen, den Grogu da abgelassen hat. Und wir wissen nicht, ob er gehört wurde, ob er gesehen wurde. Und vielleicht hat er sogar mit jemand anderem kommuniziert. Vielleicht hat er mit einem Sith kommuniziert. Vielleicht hat er auch mit einem Jedi kommuniziert. Und vielleicht hat er dadurch mit, was ja meine Theorie aktuell noch ist, mit Luke Skywalker kommuniziert. Ist so die Frage. Auf jeden Fall ist er fertig geworden mit diesem Machtruf. Aber wir wissen halt noch nicht, mit wem er da kommuniziert hat. Ich weiß, einige in den Kommentaren letztes Mal haben gesagt, ja, Mark Hamill ist zu alt für die Rolle, er kann das nicht machen. Wir erinnern uns, diese Folge, die spielt ungefähr so 5,5 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Episode 6. Das bedeutet, wir bräuchten eigentlich einen jungen Luke Skywalker. Meine Vermutung ist einfach, dass man einen Schauspieler nimmt, der sehr ähnlich aussieht. Und dann gibt es auch so einige Kandidaten, die das machen können. Das ist aber nur meine Theorie. Es könnte auch jemand ganz anderes sein. Es kann Mace Windu sein oder Ezra Bridger, der auch gerade ziemlich hoch gehandelt wird, was diese Position angeht. Gehen könnte und ich denke mal, er wird auf jeden Fall noch hier in The Mandalorian mal auftauchen. Dann gab es wohl den Fanmoment überhaupt hier in der Folge, also der erste Fanmoment, nämlich als die Slave One oder Sklave 1 erstmal erschien am Himmel und man sich schon dachte, ja, gleich kommt er,
gleich kommt Boba Fett. Und dann kam er auch ziemlich schnell und das war wirklich eine tolle Einführung. Da hat man sich wirklich, man hat sich Zeit gelassen, man hat das gut aufgebaut, man hat sich ja wirklich fast anderthalb Staffeln da ja Zeit gelassen und der Auftritt, der hat gesessen, der kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Boba Fett sieht auch ziemlich mitgenommen aus und das kommt vermutlich durch den Angriff in der Sarlacc-Grube, noch in Star Wars Episode 6, die hat er ja anscheinend überlebt. Wir haben leider nicht erfahren hier in der Folge, wie er das überlebt hat, vermutlich durch den Krayt-Drachen, das habe ich ja in der Folgenbesprechung zu Staffel 2, Folge 1 schon gesagt, aber vielleicht erfahren wir das nochmal in der Spin-Off-Serie, vielleicht aber auch sogar hier in The Mandalorian und wir erfahren auch, was er letztendlich will. Er will eben nicht Grogu, er will auch nicht die Razor Crest, sondern er will natürlich die Rüstung seines Vaters und das, wir erfahren ehrlich gesagt ziemlich viel sogar über Boba Fett. Normalerweise ist es immer so ein cooler Nebencharakter gewesen, der viel zu wenige Auftritte hatte. Auch in der ersten Trilogie hat er viel zu wenig Auftritt gehabt. Und hier konnte er endlich mal zeigen, was er kann. Und wir erfahren auch, dass er ebenso wie Mando ein ziemlich ehrenhafter Typ ist. Fand ich ziemlich cool, fand ich ziemlich sympathisch, hat mir gefallen, der Auftritt. Und er sagt noch etwas ziemlich Gutes und ziemlich Wichtiges. Ich bin ein einfacher Mann, der seinen Weg in der Galaxis geht. Das haben wir auch schon mal gehört. Er zitiert nämlich seinen Vater Jango Fett. Das hat er nämlich in Star Wars Episode 2 genau so schon mal gesagt. Dann sehen wir auch noch Fennec Shand, die haben wir in Staffel 1 das letzte Mal gesehen. Wir haben alle gedacht, dass sie eigentlich tot ist, aber jetzt wissen wir auch, was Boba Fett überhaupt bei ihrer Leiche gemacht hat, bei ihrem Körper. Er hat ihr geholfen und jetzt sieht sie so halb aus wie Darth Vader, jedenfalls im Bauchbereich. Er sagt dann, sie wurde zum Sterben im Sand von Tatooine zurückgelassen, genauso wie ich. Und damit spielt er natürlich an auf Star Wars Episode 6, als er in der Sarlacc-Grube zum Sterben zurückgelassen wurde. Im Anschluss sehen wir dann einen imperialen Truppentransporter und das ist eine frühere Version der Atmosphären-Angriffslandungsschiffe, die wir schon in Das Erwachen der Macht gesehen haben. Ein Stormtrooper hat auch so eine orangene Schulterklappe irgendwie an und das bedeutet, dass er eben der Anführer dieses Truppes ist und das sehen wir dann ja auch, dass er sie befehligt und wir sehen ziemlich coole Action-Szenen, muss ich sagen. Wir sehen vor allem mal Boba Fett in Action und den Stab, den er benutzt, das ist ein Gaffi-Stab. Das ist der Stab von den Taskenräubern und damit holt er nicht nur aus, sondern er schlägt auch ordentlich zu damit. Und als er dann den ganzen Trupp quasi im Alleingang bezwungen hat, dann steht er genau da, wo er eigentlich stehen möchte, nämlich vor der Razor Crest und schielt dann so rein. Und da haben wir uns wahrscheinlich schon gedacht, ja, er hat es auf die Rüstung abgesehen. Mando geht dann auch den Hügel runter, um Fennec Shand zu helfen. Und als dann die Granate mitten aus dem Nichts kam, also von oben einfach nur runtergeworfen wurde, da wussten wir, glaube ich, alle, was passiert. Und das war so einer dieser schönen Momente in dieser Folge. Und das war wirklich pure Star Wars, als Boba Fett dann wieder seine Rüstung anhatte. Und das war auch wirklich der Schauspieler darunter. Das war kein Stuntman, das war wirklich er. Und das hat man vielleicht auch gesehen an diesem kleinen Bauchansatz. Ja, ich fand es wirklich klasse. Es war eine schöne Trio-Action dann. Die haben alle Stormtrooper erledigt. Und dann kam etwas ziemlich Unerwartetes. Nämlich wurde die Razor Crest zerstört. Ich glaube, das war so ein Moment, damit hat keiner von uns gerechnet. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich habe mich irgendwie an die Razor Crest gewöhnt. Ich mag das Schiff wirklich gerne. Und jetzt ist es dem Erdboden gleich gemacht. Aber zwei Sachen haben überlebt in dieser Razor Crest. Zum einen die Metallkugel, was bedeutet, dass Mando vielleicht in Zukunft Grogu diese Kugel wiedergeben darf und in Zukunft weiter mit ihm trainieren darf. Aber noch viel wichtiger ist, dass natürlich die Beskar-Lanze es geschafft hat. Und als er die dann hochgehalten hat, habe ich dann wieder gedacht, ja, vielleicht wird es im Finale zu einem Duellkampf zwischen Mando und Moff Gideon kommen. Er benutzt das Darksaber und Mando benutzt eben diese Lanze. Wäre ganz cool, schafft sie auf jeden Fall gegen Darksaber anzukommen. Und ich glaube, das wollen wir alle sehen im Finale, ich jedenfalls. Und ich frage mich auch, welches Schiff wird er überhaupt benutzen, Mando, in Zukunft? Na, jetzt hat er erstmal die Slave One, aber wird es in Zukunft noch ein anderes cooles Schiff geben? Wird es vielleicht die Razor Crest Version 2 geben? Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Und dann kam plötzlich vom Himmel mehrere Dark Trooper. Und Dark Trooper sind Droiden. Das bedeutet, sie sind halb Mensch und halb Maschine, wurden sozusagen für den Kampf gezüchtet, sind mit die stärkste Bodentruppeneinheit des Imperiums. Das sehen wir ja auch, dass das Imperium zurück ist. Also ein kleiner Teaser vielleicht für die neue Trilogie, also die dritte Trilogie, die wir ja schon gesehen haben und schon kennen. Und das Modell, was wir da sehen, ist das Modell 2. Also es gibt drei Phasen bzw. drei Modellarten der Dark Trooper. Die zweite Modellart ist deswegen bekannt, weil sie aus dem Metall Frick ist.
Und Freak ist ein fast unzerstörbares Metall, das hält sogar Lichtschwertangriffen stand, jedenfalls einigen. Vielleicht sehen wir das hier auch noch in dieser Serie. Und sie haben auch noch Plasmakanonen, die vielleicht auch noch zum Einsatz kommen. Aber auf jeden Fall sind die Dark Trooper mit die stärksten Bodeneinheiten, die es eben hier so gibt. Und dann nehmen sie Grogu mit. Und das ist auch wieder so einer der Momente, mit dem wir, glaube ich, alle nicht gerechnet hätten hier in dieser Folge. Und ja, die Folge hat so einige wirklich krasse Momente gehabt. Und dann ist das Trio alleine. Wir haben also den Jaren, wir haben Boba Fett und wir haben Fennec Shand. Und die drei greifen in den nächsten Folgen also zusammen an. Und wir erfahren auch noch was, nämlich dass Jango Fett, also der Vater von Boba Fett, beziehungsweise der Klonvater, beides Findelkinder waren und da die Gemeinsamkeit haben. Also wie gesagt, wir haben wirklich viel, viel über Boba und Jango Fett erfahren in der Folge. Fand ich auch wirklich gut. Dann machen wir noch einen kleinen Sprung zu Cara Dune. Dort erfahren wir dann, was vermutlich in der nächsten Folge passieren wird, nämlich dass Mando und die anderen beiden jemanden aus dem Gefängnis rausholen sollen, nämlich Mix Mayfeld. Den kennen wir auch schon aus der ersten Staffel und er ist eben dafür bekannt, nicht nur für seine Scharfschützenfähigkeiten, sondern dass er auch gut Leute aufspüren soll und mit seiner Hilfe sollen die dann eben Moff Gideon aufspüren und ich vermute mal eben, dass der nächste Folge dieser Gefängnisausbruch stattfinden wird. Also das ist dann so eine Art Lückenfüllerfolge, aber eigentlich gar nicht so, weil es ja auch wichtig für die Story ist. Und dann in der letzten Folge sehen wir dann vermutlich Moff Gideon. Aber bevor es zur nächsten Folge gibt, müssen wir noch das Ende besprechen. Und beim Ende, ja, da sehen wir dann vielleicht die ersten Schritte für Darth Grogu und noch so ein bisschen was anderes. Moff Gideon fragt nämlich nach Dr. Pershing. Und Dr. Pershing wird benötigt, um an das Blut von Grogu zu kommen. Und da drin sind ja die Midichlorianer erhalten. Und Midichlorianer bedeutet Macht. Also braucht Moff Gideon eben diese Macht, dieses Blut. Und die Frage ist, braucht er das für sich selber oder braucht er das vielleicht für jemand anderes? Braucht er vielleicht das Blut, um Snoke zum Leben zu erwecken? Und Snoke, das habe ich ja schon vor 2 Folgen gesagt, da hat man ihn schon gesehen. Und dann geht Moff Gideon eben in die Zelle und dort sieht er Grogu, wie er die Macht benutzt, wie er einzelne Stormtrooper gegen die Wand hämmert und auch den Machtgriff sogar benutzt. Und das ist ein ziemlich interessantes Detail. Weil Moff Gideon, der lächelt da. Er lächelt nicht, weil er so mächtig geworden ist, sondern weil das die ersten Anzeichen sind, wie Darth Grogu zur dunklen Seite der Macht sich wendet. Und jetzt könnte man so ein bisschen spekulieren, dieser Machtgriff. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er zur dunklen Seite der Macht geht. Wir haben auch Luke Skywalker in Episode 6 diesen Machtgriff schon nutzen sehen. Und das ist nicht unbedingt ein Zeichen für die dunkle Seite der Macht, aber wie brutal eben Baby Yoda davor geht, das ist vielleicht ein Zeichen. Und wenn wir uns mal die Konzeptzeichnung am Ende der Folge angucken, da sehen wir so einen großen roten Schein und ganz klein in der Mitte ist noch so ein heller Lichtschein, wie die helle Seite der Macht. So als ob Baby Yoda von der dunklen Seite der Macht erdrückt wird förmlich, von diesem roten, aber noch so ein kleiner, heller Schein übrig ist. Und das ist vielleicht der letzte Schein Hoffnung, den es für Grogu eben noch gibt, damit er nicht zur dunklen Seite der Macht übergeht. Bin ich mal gespannt, was man daraus noch macht. Also ihr merkt schon, es gibt auch einige Parallelen, das habe ich auch in der letzten Folgenbesprechung gesagt, zu eben Anakin Skywalker, dass er noch die Möglichkeit hat, die Macht oder die Seite der Macht eben zu wählen. Dann sagt Moff Gideon noch was, nämlich kennst du die? Als er deinen Darksaber rausholt. Damit meint er nicht die Darksaber, weil es gibt nur einen Darksaber, sondern diese Lichtschwerter. Und ja, ich denke mal, dass es auf jeden Fall noch zum Kampf kommen wird in der 8. Folge. Und dann sehen wir am Ende der Folge die vermutlich kleinsten Handschellen der Galaxie, die Baby Yoda da tragen muss. Und das ist dann auch das Ende der Folge und gleichzeitig das Ende dieser Folgenbesprechung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein paar kleine neue Einblicke mitgeben. Und ja, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, holt das nach, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folgenbesprechung. Und jetzt könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Vermutungen sind. Ich denke mal, dass wir nächste Woche den Gefängnisausbruch sehen, dürfte ziemlich klar sein. Aber wer wird vielleicht am Ende der letzten Folge gegeneinander kämpfen? Wird es Ahsoka Tano sein oder wird es eben Mando sein, der gegen Moff Gideon kämpft? Und was wird mit Grogu passieren? Wird er zu Darth Grogu? Wird es eine weitere düstere Sage in der Star Wars Welt sein? Oder wird er doch die helle Seite der Macht finden? Oder wird er vielleicht sogar sterben, weil wir später nie wieder was von ihm gehört haben? Alles Fragen über Fragen werden wir vermutlich in den nächsten Folgen rausfinden, aber vermutlich erst in der 3. Staffel. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folgenbesprechung. Macht's gut!